Willkommen, ihr Fallout 76 Begeisternden, zu einem weiteren Infovideo mit mir, eurem Rocky, am Dienstagabend. Heute haben wir so einiges vor, also holt euch was zum Naschen, etwas Popcorn, was Kaltes zu trinken, denn wir gucken uns zur Vorspeise erstmal wie immer den neuen Atomic Shop an mit seinem Update. Danach gehen wir zur Hauptspeise über und schauen uns die kompletten neuen Infos zum kommenden Update Patch 45 an, das diesen Monat eigentlich noch rauskommen sollte. Ich gehe schwer davon aus, erst am Ende des Monats. Und dann gibt es zur Nachspeise noch die Challenges und zeitlich begrenzten Events dieser Woche. Ihr seht, es gibt so einiges zu besprechen und ich würde deswegen auch sagen, wir fangen direkt an, damit wir nicht den Zeitrahmen zu arg sprengen. Also rein in den Atomic Shop. Und was gibt es? Es gibt ein neues Paket, Taggarty's Thunder Paket. Und hier haben wir eine richtig coole Power-Rüstungslackierung. Verändert nicht die Form der Power-Rüstung, aber sehr farbenfroh. Dazu kommen hier noch weitere Camp-Gegenstände. Auch hier einen neuen Pit-Boy-Wände. Dann aber auch noch, das sind Posen. Okay, ich dachte zuerst, es wären Skins, aber hier geht es um die Posen. Sind auch eigentlich ganz nice. Gut für mich, für Thumbnails. Aber auch hier haben wir ein fertiges Gebäude, wenn ich so sehe. Nein, ist nur ein stählerne Bruderschaftsterrassenkit. Aber was Neues für das Thema stählende Bruderschaft. Auch die Power-Rüstungslackierung sieht ziemlich clean und nice aus. Also, wer das Thema stählerne Bruderschaft mag, kann hier zugreifen. Dann geht es weiter mit einem Emote, Fallout First. Ja, habe ich schon. Ich weiß nicht, es zählt natürlich auch nur für Fallout First Mitglieder. Hier haben wir nochmal die Lackierung selber und die einzelnen Gegenstände aus dem Paket. Dann haben wir hier noch weiter das Paket von letzter Woche, hatte ich schon kommentiert. Deswegen springen wir auch gleich über zu den größten Hits. Das Beste vom Besten, Leute. Enklavenpaket ist wieder back. Hier könnt ihr reinschauen. Ihr habt hier die Power-Rüstungslackierung, die mir gefällt, weil die so clean ist, so sauber, nicht abgenutzt und glänzt auch ein wenig so Richtung Chrom. Hat was. Ja, auch hier Skins und Power-Rüstungsständer. Ja, eigentlich ganz nice. Dann haben wir hier noch ein weiteres Enklavenpaket. Das komplette Gebäudeset. Dann auch die Geschütztürme, die enorm stark sind. Sind meiner Meinung nach die stärksten Geschütze im Game. Also greift zu, wenn ihr wollt. Und dann haben wir hier noch ein paar Kleidungsgegenstände. Hier ist auch das Geschützturm-Set drinne, der Rucksack und hier die Mickey-Maus-Kopfhörer gefallen mir sehr, um ehrlich zu sein. Ich muss mir mal überlegen, ob ich da zugreife. Da haben wir hier noch weitere Skins für die Waffe zum Beispiel. Wir haben hier noch den Enklaven-Rucksack einzeln. Also hier könnt ihr nochmal die einzelnen Gegenstände einfach kaufen, wenn ihr nicht das ganze Paket haben wollt. Auch diese Gegenstände sind von letzter Woche, also möchte ich die auch nicht wirklich kommentieren. Da haben wir hier ein neues Symbol, Baby Billiard. Ja, hat was. Kostenloser Kaugummi für alle Leute. Greife ich doch gleich zu. Dann haben wir hier noch den Strahlungsdummy, der sehr beliebt ist. Oh, der leuchtet auch im Dunkeln richtig nice. Da greife ich zu, da kann ich nicht Nein sagen. Dann haben wir hier noch für Fallout First Mitglieder den Vault-Tec Brunnen. Für 300 Atome. Ja, günstig ist was anderes, um ehrlich zu sein. Dann Raider vs. Siedler Outfit Paket. Eine Menge Skins für 1400 Atome. Sind ein paar coole Skins dabei, muss ich sagen. Vom Preis her geht es eigentlich. Und dann immer noch Fallout First Catch-Up Paket fürs erste Quartal. Mit dem Panzer, Leute, bitte zugreifen, falls ihr Fallout First Mitglied seid. Ihr wisst ja,
Bastelwerkbank und so, hilft euch sehr weiter. Und das war's auch schon, was den Atomic Shop betrifft. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zur Hauptspeise über und schauen uns die Infos zum kommenden Update an. Wie ihr sehen könnt, hat Bethesda schon die Neuerungen und Veränderungen, die mit dem Update Patch 45 ins Spiel kommen, veröffentlicht, offiziell auf ihrer Seite. Für diejenigen, die es vielleicht sich selber durchlesen möchten, ich habe den Link in die Beschreibung hinzugefügt. Doch solltet ihr hier wissen, dass noch alles auf Englisch ist, wurde noch nicht auf Deutsch übersetzt. Das kann noch 1, 2, 3 Tage dauern. Ihr könnt aber so wie ich den Google-Übersetzer benutzen, doch der ist nicht wirklich empfehlenswert, würde ich mal sagen. Aber dafür bin ich ja da, ich werde euch alles erklären und war ja selber auch auf dem Testserver und habe mir so einige Sachen angeschaut. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir an. Wir haben den Public Test Server wieder eröffnet, um einen frühen Blick auf unsere bevorstehenden Spielverbesserungen für Fallout 76 zu teilen. Wir hoffen, dass Sie sich uns anschließen werden, um diese Änderungen auszuprobieren und sind sehr an Ihrem Feedback und Ihren Fehlerberichten mit uns in der Bethesda Studios Discord Server. Und ihr seht, es ist immerhin noch ein Testserver. Deswegen müssen wir das alles auch mit, ich sag mal, Vorsicht genießen. Denn nicht alles, was auf dem Testserver ist, wird dann auch mit dem Update umgesetzt und dann für uns quasi veröffentlicht. Manche Sachen, die dann nicht so gut klappen oder bei denen sie schlechtes Feedback bekommen, wird einfach weggelassen. Oder andere Sachen werden optimiert und kommen dann doch anders, als sie auf dem Testserver zu finden sind. Das solltet ihr immer im Hinterkopf behalten, wenn ich euch jetzt die Liste zeige mit den Verbesserungen. Und gleich am Anfang wird erwähnt, dass für neue Spieler oder für bestehende Spieler, die einen neuen Charakter erstellen und dann quasi von neu beginnen, das Basisspielerlebnis verändert wird. Ja, wie das genau aussieht, das werden wir uns gleich genauer anschauen. Hier steht auch, dass sie Veränderungen in 3 Abschnitten uns aufgeschlüsselt haben. Einmal, was sie hinzugefügt haben, was sie geändert haben und was sie behoben haben. Fangen wir mit dem Allgemeinen an. Wenn ihr das Spiel neu anfangt oder für Spieler, die zum ersten Mal Fallout 76 beginnen, könnt ihr euch entscheiden, ob ihr auf Level 1 wie bisher starten wollt oder schon auf Level 20. Entscheidet ihr euch für Level 20, bekommt ihr zudem Starterwaffen, Munition, Rüstungen, Vergütungspakete, ist falsch übersetzt, solche Perk-Karten heißen, Überlebensversorgungen wie Stimpaks, Redaways und fertige Loadouts. Meiner Meinung nach vielleicht nicht so eine gute Idee für Leute, die zum ersten Mal Fallout 76 spielen, denn ihr wisst, viele Missionen werden ab Level 20 freigeschaltet und dann werden die dort mit Missionen bombardiert und wissen vielleicht nicht, wo sie jetzt anfangen sollen. Ist aber so meine eigene Meinung. Dann wird es noch direkt vorm Ausgang von Vault 76 eine große Spendenbox geben, also eine Art Lagerkiste, auf die alle Zugriff haben. Bedeutet, wenn ihr zu viel Gegenstände in eurem Inventar habt und nicht wisst, was ihr damit anfangen sollt, dann könnt ihr, bevor ihr sie wegschmeißt, in die Kiste legen und neue Spieler können sich da dann im Prinzip die Sachen rausnehmen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ausarten wird, denn stellt euch vor, 5, 6, 7, 8 Spieler haben da alles Mögliche reingeschmissen, von Bauplänen, Munition, Waffen etc. bis hin zu weiß der Teufel was. Und ein Spieler kommt raus, kennt das Spiel nicht wirklich und krallt sich alles. Er wird dermaßen überladen sein und hat keine Ahnung, was ihm geschieht. Was macht er jetzt? Wie kriegt er das Zeug wieder weg? Soll er das wieder in die Lagerkiste legen? Was soll er davon behalten? Also, ich weiß nicht so recht. Aber ich weiß ja auch noch nicht, wie sie das genau umsetzen wollen. Vielleicht kann man nur eine bestimmte Anzahl rausnehmen. Wer weiß. Das werden wir sehen, sobald es umgesetzt ist. Dann wird es neue Perk-Karten geben, 2 an der Anzahl, und zwar einmal der Waffenhalter und einmal stabile Werkzeuge. Der Waffenhalter beinhaltet, dass eure normalen Gewehre wie das Radiumgewehr, die Ausputzer, die handgefertigte, weniger wiegen. Und ihr seht es hier, 10%, 25% oder 40%, was ziemlich wenig ist und mich auch ein bisschen verwirrt, weil auf den Testserver waren das 25%, 50% und 75%, was auch mehr Sinn macht. Denn bei 75% lohnt es sich auch, 3 Skillpunkte zu
sage ich mal, verwenden für diese Perk-Karte. Ihr seht also Testserver und was wirklich umgesetzt wird, ja, das stimmt nicht immer so ganz überein. Was jetzt umgesetzt wird, was hier geschrieben steht oder das, was auf dem Testserver momentan läuft, das kann ich euch nicht sagen, das weiß tatsächlich nur Bethesda ganz allein. Dann haben wir hier noch stabile Werkzeuge, unsere automatischen Nahkampfwaffen nutzen sich weniger schnell ab, 10%, 15%, 20%. Auf dem Testserver war auch hier das maximale 40%. Es gibt jetzt Level 10 Versionen von der T45 und der Raider Power Rüstung. Wir haben einen neuen Filter hinzugefügt für die Perk-Kartenansicht. Wir geben jetzt eine Warnung an Spieler unter 50 raus, die versuchen, bei den täglichen Operationen teilzunehmen. Machen wir weiter mit den Werkbankänderungen. Alle Werkbanklisten werden jetzt alphabetisch sortiert. Alle Werkbankartikel oder Items, Waffen, Gegenstände, was auch immer, werden jetzt über alle Listen hinweg standardisiert. Was das bedeutet, weiß ich nicht so recht. Mir ist da auch nichts aufgefallen auf dem Testserver, was jetzt den Punkt betreffen könnte. Müssen wir dann mal sehen. Die Entsperr-Schaltfläche zeigt jetzt Rezepte an, die sich durch einen Plan Lernen, Scrapping oder Atomic Shop kaufen können. Unbeschaffte Rezepte zeigen den Namen des Plans an, den sie benötigen, welche Artikel sie schrotten oder können sie ihn im Shop kaufen. Okay, ihr seht, der Übersetzer ist eine Katastrophe. Ich werde euch das mal versuchen zu übermitteln, weil das ist etwas richtig Cooles, wie ich finde. Und zwar werden jetzt alle Rezepte oder Baupläne, nehmen wir an, ihr seid an einer Waffenwerkbank und habt jetzt die Ausputzer und wollt wissen, welche Mods ihr schon habt und welche noch nicht. Die Mods, die ihr noch nicht habt, werden euch jetzt grau angezeigt und auch noch wird euch die Information gegeben, ob ihr die durch einen Bauplan erlernt, die Mod, oder durch das Verwerten der Waffe oder vielleicht auch im Atomic Shop erwerben könnt oder müsst. Genauso ist es bei den Rezepten, wenn ihr kocht und so weiter und so fort. Also richtig cool. Normalerweise sage ich euch ja in meinen Guides immer, wo ihr die Mods herbekommt oder wie ihr sie freischaltet. Jetzt könnt ihr das alles selber rauslesen, wenn es denn auch so gut umgesetzt wird. Coole Sache, guter Punkt finde ich. 1-Stern legendäre Mods erscheinen nicht mehr unter Random Legendary Mods. 2- und 3-Sterne Mods werden nun bei der Inspektion eines Artikels korrekter unter aktuelle Mods angezeigt. Leute, was diesen Punkt betrifft, gibt es sehr viel Spekulationen. Denn ich war ja auch auf dem Testserver und habe mir das angeschaut. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, und jetzt bitte Vorsicht, jeden legendären Effekt einzeln anzuklicken. Ja, und beim zweiten und dritten Effekt, da gibt es sogar, wenn ihr draufklickt, rechts eine Mods-Liste. Da steht noch Mods keine drauf. Ja, und was bedeutet dies nun? Wir können im Testserver damit noch nichts anfangen. Niemand. Das sind alles nur Gerüchte, das ihr hört oder Spekulationen. Ja, und von Spekulationen halte ich nicht wirklich viel, um ehrlich zu sein. Ihr könnt die Waffe ganz normal rollen auf 1, 2 oder 3 Sterne. Alle legendären Effekte ändern sich hierbei auch. Was jetzt dabei rauskommt oder was sie davor haben, das weiß wirklich niemand so genau. Manche behaupten, dass man zum Beispiel da einen Mod installieren kann, den man irgendwo findet oder kauft oder als Belohnung bekommt, damit sich der legendäre Effekt beim neuen Rollen zum Beispiel nicht verändert, ja, oder zwei Effekte sich nicht verändern, nur einer, damit man so zu einem perfekten Roll oder einem God-Roll rankommt. Andere meinen einfach, dass es vielleicht Mods sind, die den legendären Effekt verstärken, wie zum Beispiel um 25% oder um 50%, ja. Wie gesagt, alles nur Spekulation. Momentan ist es nur ein visueller Effekt, sage ich mal, der jetzt irgendwie komisch rüberkommt. Vielleicht ändert sich das ja noch bis zur Veröffentlichung dieses Updates, denn wir wissen auch nicht, wann das Update kommt. Es soll jetzt noch im Juli kommen, wenn, dann bestimmt erst am Ende von Juli. Machen wir weiter. Verbesserte den erlernten Modzähler, okay? Nun sehen wir genau, wie viele Mods uns noch fehlen und wie viel wir momentan haben. Machen wir weiter mit den neuen Designänderungen. Auf
Den ersten Punkt haben wir, dass gewisse Perk-Karten jetzt weniger Skill-Punkte kosten werden. Welche diese sind, weiß ich noch nicht. Wenn ich es weiß, werde ich euch darüber informieren. Auf den zweiten Punkt haben wir, dass alle Spieler, neue und bestehende, gewisse Basic-Baupläne für Camp-Gegenstände freigeschaltet bekommen. Das sind normale Bänke, Stühle oder Betten. Vorher musste man die durch gewisse Events bekommen oder in Lagerkisten oder Containern finden. Der Kampf in Morgantown und Somerville wird neu ins Gleichgewicht gebracht, bedeutet einfach, dass dort die Gegner angepasst werden. Ersetzt die Befreierbots außerhalb von Vault 76 durch Ghule, okay. Die Häufigkeit der feindlichen Angriffe auf euer Camp wird gesenkt. Das ist schon mal gut, war immer nervig, wenn ihr gerade am Kochen seid oder sonst was. Oder am Loadout wechseln und auf einmal greifen da Ghule euer Camp an. Dann Peng Fu Perk Karte wird der Effekt und auch die Beschreibung angepasst. Da bin ich gespannt drauf. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet auf den Testserver, werde ich mir noch ansehen. Bisher hat sie jetzt einen Effekt, der eigentlich ganz okay ist, doch lohnt es sich bisher, ihn nur auf Rang 1 auszurüsten. Auf höhere Ränge eher nicht. Wahrscheinlich werden die da was ausgleichen. Keine Ahnung. Die Fehler wurden vernichtet und ein mysteriöser Bau an der Kilmen Lumber Mill. Okay, das ist das Sägewerk oben im Waldgebiet. Wenn ihr dort gebaut habt, war da irgendein Bug, der wurde beseitigt. Welcher das ist, weiß ich leider nicht. Dann wurden 600 Camp-Items umbenannt. Das ist echt viel. Bin echt gespannt, welche da betroffen sind. Dann der Hunter und Hunted, also Jäger und Gejagte Event, wird es nicht mehr geben. Ich muss ehrlich sein, ich habe es noch nie gespielt. Es war so eine Art PvP. Falls ihr was darüber weißt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Gut, mit Salzbeschreibung, okay, mit Salz ein Gedicht, das ist eine Perk-Karte, kann jetzt mit Mods oder auch mit bestimmten Fähigkeiten eurer Lagerkisten nicht mehr gestackt werden. Meines Wissens war das schon vorher so. Weiß nicht, was man da stacken konnte. Jedenfalls wird euch auch angezeigt, wie oder welche Auswirkungen ein Salz mit Gedicht auf eure Nahrung hat. Wie das dann aussehen wird, wahrscheinlich durch eine Zeit, die angezeigt wird, oder weiterhin mit dem Balken, nur etwas genauer als vorher. Und eure Perk-Karte Grenadier, die wirkt sich jetzt auch tatsächlich auf die Gauss-Waffen aus. Bedeutet, wenn ihr eure Gauss-Schrotflinte ausgerüstet habt und dann auch den Grenadier, verursacht ihr größeren Explo-Radius. Um ehrlich zu sein, wusste ich gar nicht, dass das bisher nicht gewirkt hat. Ich hatte die Karte trotz allem immer drinne. Weiter geht's mit, dass Spieler bis Level 20 keine legendären Power-Rüstungs-Gegenstände bekommen. Legendäre Kreaturen mutieren nicht mehr mit 50% Gesundheit, um eine Gesundheitsregeneration zu bekommen, sondern haben eine erhöhte Gesundheit von 60%. Enorme Veränderung meiner Meinung nach und auch richtig gut. Bedeutet, wenn ihr zum Beispiel bei der Queen die Flügel verkrüppelt habt und sie dann 50% Gesundheit erreicht hat, hat sie diese auch wieder regeneriert. Dadurch, dass sie sich nicht mehr regenerieren, sondern einfach viel mehr Gesundheit besitzen, bleiben die Flügel und andere Körperteile verkrüppelt. Meiner Meinung nach eine coole Veränderung. Verschiedene Veränderungen der Gesundheit, Widerstand und Waffenschaden für folgende Kreaturen. Okay, da werden einige aufgezählt. Ich hoffe, nach oben geschraubt, denn im Endgame, da fehlt es etwas an Herausforderungen, muss ich sagen. Reduziert die Menge an Pop-Up-Informationen beim Verlassen der Vault, erhöhen Sie die Hilfspunkte bei den Questbelohnungen und Herausforderungen auf niedriger Ebene. Bedeutet einfach, man bekommt mehr Redaway und Stimpaks, solange ihr noch einen Low-Level-Charakter habt bei Events oder erfolgreichen Abschließen der Quests. Daily Ops Belohnungen priorisieren die Gewährung von nicht erlernten Rezeptbelohnungen für Spieler. Sobald die Rezepte gelernt sind, werden die Spieler Wiederholungen erhalten. Leute, das ist auch
eine richtig gute Veränderung. Mir tut sie teils sogar sehr weh. Ich erkläre es euch kurz. Wenn ihr in den täglichen Operationen noch keinen Bauplan erlernt habt oder bekommen habt, den ihr noch nicht erlernt habt, dann werdet ihr eher diesen bekommen oder ihr werdet definitiv einen bekommen, den ihr noch nicht erlernt habt, bevor ihr wieder einen bekommt, den ihr schon kennt. Ja, ähnlich wie bei der Queen mit den erstklassigen Verschlüssen. Bedeutet, dass ihr immer einen Bauplan bekommt, den ihr erlernen könnt. Das ist richtig cool. Mir tut es halt nur weh, weil ich sehr lange gefarmt habe, bis ich meine Sachen zusammen habe und erst jetzt diese Spielveränderung kommt. Aber ist ja auch schön für die Zukunft, wenn neue Baupläne erscheinen, dann kriegen wir diese sehr schnell zusammen. Kommen wir zu den Bugfixes und Verbesserungen. Nummer 1, die Einstellung des Geländes um das Moonshine Jamboree Ereignis und behebt ein Problem, das dazu führen könnte, dass das Ereignis bei der Einzahlung von Culper Venom mit wenigen... Okay, das ist katastrophal übersetzt. Ich werde es euch erklären. Und zwar dreht es sich hier um die Schwarzbrennersause, um das öffentliche Event. Und da gab es anscheinend einen Bug beim Abgeben des Schlingergiftes, der jetzt behoben wurde. So, machen wir weiter. Verschiedene Unzulänglichkeiten für Bugger Power Armor Rüstung wurde behoben. Gab wahrscheinlich Bug, wenn man die Bugger Power Rüstung erwerben oder haben wollte. Also ich weiß auch nicht genau, was sie damit meinen. Ich kenne da auch keinen Bug, um ehrlich zu sein. Überspringen wir einfach. Red Skorpion Umblends heilen jetzt auch die Formel P-Sucht. Okay, wer es nicht kennt, das Red Skorpion Umblends heilt euch von Abhängigkeiten und anscheinend von der Formel P-Sucht bisher nicht. Nach dem A-Update auch von dieser Sucht. Die Carnivore Mutation arbeitet jetzt mit Kannibal-Vorteil. Okay, das ist die Fleischfresser-Mutation bzw. Perk-Karte. Funktioniert oder harmoniert jetzt auch mit der Kannibal-Perk-Karte. Ein Problem wurde behoben, dass Spieler von Vets Targeting extra große Kreaturen aus der Ferne. Okay, den Bug kenne ich auch nicht. Wenn große Kreaturen, ich nehme mal an, so was wie der Ultrazit-Titan in Wets genommen wurde, gab es da ein Problem, den überhaupt in Wets zu bekommen. Kenne ich nicht, ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Ein Problem wurde behoben, dass den Kampfgruppen über lange Strecken anhalten und dem Spieler im Kampf hielt. Okay, wenn ihr im Kampf wart, euch ganz weit von Gegnern entfernt, war das so, dass ihr immer noch im Kampf seid und eure Energie zum Beispiel nicht automatisch regeneriert hat, wurde auch gefixt. Nahkampfstromschläge wurden manchmal nicht als Stromschläge behoben. Okay, das soll eigentlich heißen, Nahkampf-Power-Attacks wurde als Stromschlag übersetzt, aber eigentlich meinen die damit die schweren Angriffe. Endlich, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber wenn ihr mit Nahkampfwaffen einen schweren Angriff gelandet habt, habt ihr viel Energie verursacht, aber die Gegner haben immer ganz wenig davon wieder regeneriert. Warum? Weil ihr dann am Ende nur so viel Schaden verursacht wie bei einem leichten Angriff. War ganz komisch, weird. Wurde jetzt behoben, Gott sei Dank. Der Impulsator Sheepscorch Angriffbereich kann Spieler nicht mehr beschädigen, die aus dem Augen sind. Okay, der hat wahrscheinlich eine Angriffsfähigkeit gehabt, die euch trotzdem getroffen hat, obwohl ihr weit entfernt wart oder unentdeckt wart. Jetzt wurde auch dies behoben. Machen wir weiter mit. Ein Problem wurde behoben, bei dem ein Spieler in der Vertibird Post-Expedition stecken konnte. Okay, das war ein Absturzproblem in der Expedition. Da ist einfach das Spiel im Ladebild hängen geblieben und wir mussten das Spiel neu starten. Betrifft hier eher die Konsolenspieler als die PC-Gamer. Was mich wundert, ist, dass die tägliche Operation nicht erwähnt wurde, denn dort passiert das auch ab und zu. Mutierte Partypakete gewähren jetzt Heilungspaste, wenn alle Rezepte gelernt worden sind. Okay. Der Aggressotron-Kopf, also die Waffe, zeigt jetzt in den Stats den Ladeschaden anstelle von dem kurzen Schuss an. Also ähnlich wie bei der Gauss-Schrotflinte. Wenn ihr bei den Stats den Schaden anschaut, zeigt euch den Schaden an, wenn ihr die Waffe voll aufgeladen habt. Neue Spieler erhalten beim Verlassen der Vault keine nicht mehr mit Informationen über Nuka Vault und Turm mehr, wenn sie das Vault verlassen. Okay, auch wieder super toll übersetzt. Da gab es wahrscheinlich einen
eine Information für neue Spieler über Nuka World on Tour, das jetzt nicht mehr erscheint. Spieler können nicht mehr mit Autonahkampfwaffen angreifen und gleichzeitig in der dritten Person sprinten. Oh nein, das finde ich schade. Das war nämlich ein cooles Feature. Schnellrennen und gleichzeitig alle Gegner mit der Auto-Axt killen. Naja, okay. Nuke-Effekte erscheinen nicht mehr drin, bedeutet, wenn ihr einen Ort genukt habt, euch dort in diesen Bereichen ein Gebäude reinbegebt, werdet ihr dort keine Strahlung mehr abbekommen. Und das war's dann auch, Leute. Das ist alles, was auf uns zukommt mit dem neuen Update. Das war jetzt ziemlich viel Information. Ich weiß. Wie gesagt, genaues Datum gibt es noch nicht. Anscheinend im Juli, so hat es Bethesda vorhergesagt, wird dann wahrscheinlich Ende Juli sein. Ich werde euch natürlich das genaue Datum dann sagen, sobald ich Bescheid weiß. Okay, ich würde sagen, wir gehen rüber und gucken uns noch die Challenges und neuen Events an. Dann starten wir mal mit den täglichen Challenges. Da gibt es nicht wirklich viel zu beachten. Wir gehen sie ganz schnell durch. Verwerte Schrott, um Knochen herzustellen. Töte einen Redhirsch. Töte einen Kultisten. Töte eine Todeskralle. Schließe eine tägliche Operation ab. Sammle Todeskrallen, Eier. Goldstern, schließe eine tägliche Challenge ab. Und natürlich noch für Fallout First Mitglieder, ist eine gekochte Mahlzeit im Camp deines Teammitglieds. Ziemlich easy, nichts Besonderes. Gehen wir weiter. Töte einen Grubenhauer 30 Mal. Die findet ihr zum Beispiel in Welsh im Südwesten der Karte. Aber bei Events wie zum Beispiel Einsturzgefahr oder Uranrausch, dort findet ihr auch ganz viele. Trink ein alkoholisches Getränk 20 Mal, stelle eine Wurfwaffe her, schließe tägliche Operationen ab, sammle legendäre Module, sammle Hirnpilz, pflanze im freien Kameramodus etwas in einer Werkstatt oder einem Camp an. Könnt ihr quasi mit Hirnpilz zusammen verbinden, wenn ihr sie eingesammelt habt, diese dann anpflanzen. Wenn das überhaupt mit Hirnpilz geht, sorry, falls ich mich da irre, dann müsst ihr andere Sachen sammeln. Modifiziere eine Energiewaffe, lande bei einer Red-Kröte einen kritischen Treffer 5-mal und schließe eine tägliche Gold-Challenge ab. Ihr seht, es ist wirklich ziemlich einfach die Woche, genauso wie heute. Und was die wöchentlichen zeitlich begrenzten Events betreffen, haben wir hier vom 13. bis zum 17. Juli Scheinesegen. Doppelt so viele Scheine. Da müssen wir auf jeden Fall zu lang, vor allem am Wechsler, der wird auch doppelt so viele Scheine im Automaten haben, die ihr gegen legendäre Module wechseln könnt. Dann haben wir noch Doppelmutationen, die laufen auch vom 13. bis zum 17. Juli. Auch in den täglichen Operationen zum Beispiel könnt ihr dann Scheine farmen, aber auch andere Sachen wie legendäre Gegenstände etc. Okay Leute, ich weiß, das war ein ziemlich langes Video dieses Mal, jedoch mit sehr viel Information gepackt. Ich hoffe, ihr konntet etwas daraus mitnehmen. Wenn ja, bitte Like da lassen, um mich zu unterstützen. Abonniert meinen Kanal, um auf dem Laufenden zu bleiben und kommentiert was zu den neuen Updates. Würde mich interessieren, was ihr davon so haltet. Ansonsten war's das hier von mir, euer Rocky, und bis zum nächsten Mal.